heutigen spannenden Episode steht ein längst überfälliges Gefecht an. Die Star-Sheriffs gegen Jesse Blue. Weitere Enthüllungen werden folgen und ein neuer Bösewicht wird sich offenbaren. Werden die Star-Sheriffs Yuma vor der absoluten Zerstörung durch die Orbitalkanone bewahren können? Das alles und noch mehr jetzt in dieser Episode von Saber Rider und die Star-Sheriffs. Wir waren am Ziel angelangt und hatten April gefunden, in einer Phantomkammer auf Jesse Blues Asteroidenbasis. Es war klar, dass er uns nicht einfach so gehen lassen würde. Doch anstatt sich zu zeigen, zog er es vor, uns aus einer dunklen Ecke zu verhöhnen. Willkommen, Star Sheriffs. Ich hoffe, meine Klonanlage gefällt euch. Klonanlage? Was hat das zu bedeuten? Komm raus und zeig dich endlich, du elender Feigling! Dein Wunsch sei mir Befehl. Eine Gestalt trat aus dem Schatten. Erwartet hatten wir einen spitzbübischen Schönling mit blauem Toupet. Zu sehen bekamen wir auch einen, doch seine Haare waren länger und wilder. Vor allem aber waren sie nicht blau, sondern weiß. Du! Ganz recht. Nein, ich meine, du hast Jesse Blue, ich meine dem Cyborg, die Befehle gegeben. Ja, und? Bist du der echte Jesse Blue? Soll ich mich jetzt ausweisen? Wollt ihr meinen Videothekenausweis sehen? Verzeiht uns die Zweifel, kleiner Drecksack, aber was zum Geier ist mit dir passiert? Na schön, ihr sollt ja nicht unwissend von uns gehen. Meine jetzige Erscheinung verdanke ich euch. Als vor 5 Jahren die Triton-Materie und der Outrider-Planet explodierten und in die Phantomzone befördert wurden, kam ich nicht ganz ohne Kratzer davon. Während das Phantommaterial in der Phantomzone landete, blieb ich glücklicherweise im beschädigten, doch verschlossenen Cockpit meines Renegades, hier in der Menschenzone. Zu meinem weiteren Glück brauchten mich die Outrider noch und suchten nach mir. Ich wurde schwer verletzt gefunden. Um meinen Körper zu retten, mussten einige Änderungen vorgenommen werden. Das Übliche. Ein paar Organe wurden ausgetauscht, Phantominjektionen und so weiter. Aber gewöhnt euch nicht an mein neues Aussehen, Star Sheriffs. Keine Sorge, werden wir nicht. Arrivederci! Colt! Du hattest keinen Befehl, auf ihn zu schießen. Sorry, aber das war die Gelegenheit. Tja, wohl nicht ganz. Jetzt ist er hinter die Phantomkammern geschlüpft. Umso besser, die habe ich auch auf meiner To-Do-Liste. Warte. Erst brauchen wir noch ein paar Antworten. Jesse! Was gibt's? Ich hab Termine, die ich einhalten muss. Was hat es mit diesen Tanks auf sich? Das sind Phantomkämmerchen. Colt müsste sie erkennen. Sie wurden ein wenig umgebaut und dienen nun als Behälter für genetisches Material. Material? April ist in einem Tank! Gut aufgepasst. Das ist doch noch nicht alles. Raus mit der Sprache! Begutachtet den Inhalt doch mal genauer. Wo ist der Unterschied zu den Phantomkammern auf dem mobilen Outrider-Planeten? Kommt mal rüber. Gatler! Kein Wunder, dass wir den nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Er steckt in einer Phantomkammer. Nicht ganz. Bleib da stehen, sonst knipse ich dir das Licht aus. Keine Sorge, ich bleibe in meinem Dunstkreis. Der echte Gatler ist schon lange tot. Was? Er starb vor über 20 Jahren bei Nemesis erstem Angriff auf die Menschen. Und gegen wen haben wir dann damals gekämpft? Gegen einen Klon. Hey, der Mann ist sein Geld wert. Also schön, und das bedeutet, alle Outrider in diesen Kammern hier... sind Klone, ganz genau. Wenn ihr euch etwas weiter umseht, werdet ihr weitere alte Bekannte finden. Aurat, Lily, Jean-Claude, um nur einige zu nennen. Oder besser gesagt, weitere von ihren Klonen. Wir haben die ganze Zeit gegen Klone gekämpft? Wieso? Ich meine, wieso hat uns Nemesis unterbelichtete Kopien geschickt? Weil die Originale entweder tot oder eben nicht entbehrlich waren. Aber nun ist Nemesis tot. Mag sein. Vielleicht standen Nemesis auch nur Klone zur Verfügung. Denk mal nach. Und was sollte die Geschichte mit deinem Cyborg-Doppelgänger? Ach ja, der war gut, nicht wahr? Von meiner alten Gestalt nicht zu unterscheiden. Wir haben leichte Unterschiede bemerkt, nachdem er ein paar Löcher im Torso hatte. Und jetzt raus mit der Sprache.
Was sollte das? Ist doch sonnenklar. Verwirrung stiften. Hat ja auch geklappt, oder? Außerdem hat er euch hierher geführt. Okay. Die Sprechstunde ist vorbei. Du kommst jetzt mit. Und keine unanständigen Bewegungen, comprende? Wie zum Beispiel die hier. Was ist jetzt los? Er hat einen Knopf an seinem Arm gedrückt. Macht's gut, ihr Schleimer. Stehen bleiben. Der kommt nicht weit. Adios. Oh. Das gibt's nicht. Du hast nur seine Schulter erwischt. Ja, das Licht hier ist so mies. Verdammt, der kommt. Sorgen wir uns nicht um Jesse. Der Kerl hat garantiert die Selbstzerstörung aktiviert. Holen wir April aus der Phantomkammer und dann weg hier. Famoser Vorschlag. Vorsichtig. Ich bin bereit. Ich hab sie. Sie atmet. Gott sei Dank. Tja, da hatten wir jetzt die große Düse. Gut, dass wir vorher im Tunnel sauber gemacht haben. Langsam wird's ungemütlich. Ich kann das Ende des Tunnels sehen. Macht euch bereit für einen Schnellstart. Und da wären wir. Fireball, schnall April in ihren Sitz fest. Und dann bring uns schnell in die Hände hier raus. Worauf du einen lassen kannst. Auf nimmer Wiedersehen, Felsbrocken. Das wird ruppig. Empfange hohe Energiewerte. Die Basis explodiert in 5, 4, 3... Festhalten! Mein lieber Herr Gesangsverein, ein ganz schön heftiger Rums. Sollen wir nochmal? Denk dran, Cowboy. Du musst mindestens so groß sein, um mit dieser Attraktion fahren zu dürfen. Das sagt der Richtige. Aber dann will ich ein Eis. Ihr seid mir zwei. Das Dasein als unwiderstehlicher Witzbold entspannt eben. Solltest du auch mal versuchen. Vielleicht später. So, mal sehen. Alle Werte normal. Wir haben's gut überstanden. Colt, sieh bitte mal nach April. Sie ist in Ordnung. Jedenfalls, soweit ich das sagen kann. Sie schläft den Schlaf der Gerechten. Gut. Fire, bring uns so schnell wie möglich nach Hause. Je eher April in die Obhut von medizinischem Fachpersonal kommt, desto besser. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Seid gegrüßt, wahrer Herrscher der Outrider. Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen, Thanatos. Willkommen, Jesse. Ich hörte, es gab einen kleinen Zwischenfall. Du wurdest verletzt? Oh, das war nur eine kleine Fleischwunde. Ich brauchte einen neuen Arm und ein paar Injektionen. Injektionen? Ah ja. Das letzte Mal, als ich dich sah, hattest du noch weiße Haare. Die erneuten Phantominjektionen haben dafür gesorgt, dass ich meine alte Haarfarbe wiederbekam. Sparen wir uns den Smalltalk. Wie hoch sind unsere Verluste? Ach, moderat. Wir haben einen Giga-Raid beim ersten Angriff auf Yuma verloren, ein paar Wrangler und eine auswärtige Klonanlage. Im Gegenzug haben wir die Menschen ordentlich aufgescheucht. Immerhin etwas. Was ist dein nächster Schritt? Erst muss ich abwarten, was mir unser Spitzel berichten kann. Tu das. Wobei, eigentlich ist es mir egal. Ich will, dass du die Star-Sherrys vernichtest. Hast du verstanden? Was gibt's daran nicht zu verstehen? So einiges. Sonst wären sie ja schon vor 5 Jahren über die Klippe gesprungen. Verlasst euch auf mich. Nimm das nicht persönlich, Jesse. Aber ich verlasse mich auf niemanden. Denn ich bin Thanatos. Herrscher der Outrider. In der Tat. Hör zu. Ich will, dass du die Typhon-Kanone benutzt und die Star-Sherrys von Yumas Angesicht tilgst. Bei allem nötigen Respekt, aber diese Orbitalkanone abzufeuern, halte ich im Moment für etwas zu drastisch. Fleischling. Ich bin nicht Nemesis. Er hat 2-mal versagt und war zuletzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Bei mir gibt es keine halben Sachen. Ich befehle, dass die Typhon-Kanone sofort in Yumas Umlaufbahn gebracht werden soll. Wie erwünscht. Gut.
Und jetzt geh. Auf bald. Ja, ja. Was bildet sich diese Phantom-Null ein? Gibt vor, mir freie Hand zu lassen. Dabei soll ich nur seine dämlichen Ideen umsetzen. Herrscher der Outrider. Na, wir werden ja sehen. Sie kommt zu sich. Gott sei Dank. Das hat aber auch gedauert. April. Fireball? Wo bin ich? Auf Yuma. In einem Krankenhaus des Kavallerie-Oberkommandos, mein Schatz. Daddy. Wir sind alle hier. Was? Was ist passiert? Immer sachte. Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich war in meinem Büro. Ja, und dann weiß ich nichts mehr. Was ist los? Du wurdest entführt. Was? Ja, von Jesse Blue. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen. Wären wir hier alle zusammen, nur um dir einen Streich zu spielen? Aber... Es ist wahr, Schatz. Jesse Blue hat dich entführt. Kurz darauf nahm Saber Rider Kontakt mit Fireball und Colt auf. Ja, und vergessen wir nicht den Angriff dieses Super-Duper-Renegades auf Yuma. Oh nein. Jetzt ist alles gut. Es ist alles so unwirklich. Eben saß ich noch in meinem Büro und auf einmal wache ich hier in einem Krankenhaus auf und ihr seid alle hier. Ja? Sir? Was gibt es, Corporal? Ich muss Sie sprechen. Kann das nicht warten? Eigentlich nicht. Tut mir leid, Sir. Na schön. Ich komme später wieder, Schatz. Also, was habe ich noch verpasst? Was genau hat Yuma angegriffen? Was gibt es denn so Dringendes zu besprechen, Corporal Cooper? Ich habe mit General Peters gesprochen, wie Sie vorgeschlagen haben. Sie haben mir also nicht geglaubt? Doch, Sir, aber ich hielt es für wichtig. Da Sie der Befehlshaber in dieser Sache sind, bitte ich darum, direkt Ihrem Kommando unterstellt zu werden. So, Corporal. So wie ich das sehe, sind Sie doch schon mittendrin. Sir? Sie waren von Anfang an dabei und haben an der Seite der Star-Sheriffs gekämpft. Und ich glaube, dass Sie Ihren Respekt genießen. Aber gut, wenn Sie es offiziell haben wollen, werde ich Ihre Versetzung beantragen. Danke, Sir. War das alles? Das hätte auch warten können. Da haben Sie recht. Leider habe ich noch etwas. Sprechen Sie weiter. Ich habe möglicherweise durch Zufall einen Anhaltspunkt gefunden, wie der Feind hier eindringen konnte. Fahren Sie fort. Die Sicherheitsstandards an dem Tag, an dem Miss Eagle entführt wurde, kamen mir seltsam vor. Es könnte aber auch etwas an den Aussagen der Wachen, die Dienst hatten, falsch sein. Sie glauben an einen Spion? Nicht unbedingt. Auf jeden Fall könnte es eine Sicherheitslücke sein. Ich benötige Zugang zu weiteren Akten, um das zu überprüfen. Was für Akten? Ältere. Aus der Zeit während des zweiten Outrider-Krieges. Ich werde die nötigen Zugangsdaten auf Ihre Marke überschreiben lassen. Danke, Sir. Ach, Corporal. Ja, Sir. Willkommen im Team. Danke, Sir. Der hat's aber eilig. Er hat auch viel zu tun. Wie geht es, April? Ganz gut. Sie schien wieder fast fit zu sein, nur ein bisschen müde. Sie wollte jetzt schlafen. Schön zu hören. Ich habe da noch was, das ich loswerden will. Was denn? Naja, wir haben April aus einer Phantomkammer befreit, die für Outrider-Klone modifiziert worden war. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass April... Ich kann dich beruhigen. Natürlich hatte ich den Verdacht. Echt? Also mir ist gerade das Herz in den Hintern gerutscht. Kurz nachdem wir April hier eingeliefert haben, habe ich Professor Riley hergebeten. Er ist der führende Spezialist auf den Gebieten Genetik und Klonen. Professor Riley hat verschiedene Tests und auch Vergleiche mit Gewebeproben durchgeführt. Wann? Als du und Fireball in der Kantine wart und ihr danach hier ein Nickerchen gemacht habt. Das waren nicht mal 3 Stunden. Wie gesagt, Professor Riley ist ein Spezialist. Nach seiner Meinung steht es zu 98% fest, dass es die echte April ist. Nur 98%? Die meisten Tests am Menschen ergeben zwischen 92 und 99%. Also keine Sorge. Gut, das beruhigt mich, aber der Gedanke ist dennoch nicht erheiternd.
Wer ist da? Ich bin's. Komm rein. Im Krankenhaus haben sie gesagt, dass du entlassen wurdest. Ich dachte mir, dass ich dich hier in deinem Büro finde. Ja, ich durfte gehen. Die Ärzte konnten keine Wehwehchen feststellen. Trotzdem finde ich das etwas früh. Du warst gerade mal einen Tag dort. Du hättest dich ausruhen sollen. Ich war anderthalb Tage dort. Ich hätte mich eh nicht entspannen können, nach dem, was ihr mir erzählt habt. Willst du nicht wenigstens ein paar Wachen vor deinem Büro postieren lassen? Da kann ich ja gleich in Schutzhaft gehen. Die übliche Wache reicht schon. Aber April, das... Nein, Schluss! Ich will mich nicht streiten. Tut mir leid. Ja, mir auch. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Wofür? Na, weil du mich gerettet hast. Ach, das war Teamwork. Ich meine, ich war ja nicht allein. Ja, ich weiß, aber nach der Sache in Hawkwill vor 2 Jahren... Hawkwill? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Das ist nur noch eine böse Erinnerung. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich mich falsch verhalten. Hey. Hallo. Ich habe nachgedacht. Über was? Also, ich werde beim Rush Steam mitfahren. Oh, bist du sicher? Sicher bin ich sicher. Der Red Fury Racer ist bereit, dank dir. Ja schon, du kannst mit ihm nun in einem Affenzahn auf dem Wasser fahren, aber... Was aber? Fireball, das ist etwas anderes, als mit Highspeed auf der Straße zu fahren. Du bist der beste Fahrer, den ich kenne. Aber meinst du, du bist schon gut genug für sowas? Oh. Es gibt für alles ein erstes Mal. Dann trainiere im Simulator. Das ist nichts für mich. Aber dein Leben zu riskieren, ist etwas für dich? Oh, das Rush-Steam-Rennen ist bekannt für seine Unfälle. Als wir Star-Sheriffs waren, waren wir fast jeden Tag in einer lebensgefährlichen Lage. Ja, weil wir keine andere Wahl hatten. Ich dachte, wir beide wollten das Leben jetzt etwas ruhiger angehen. Und wieso hast du mir dann beim Umbau der Karre geholfen? Du hast doch gewusst, dass ich damit Rennen fahren will. Eigentlich nicht. Das heißt... Och, ich hab's vielleicht verdrängt. Ich dachte, wir basteln ein wenig rum. Die gesammelte Erfahrung ist ja auch was wert. Ach, was meinst du damit? Hä? Das ganze Experimentieren am Red Fury Racer... Hast recht. Mit der Mini-Transformierung hast du bestimmt was gelernt. Willst du das jetzt irgendwie zu Geld machen? So ein Unsinn. Was denkst du von mir? Weiß ich auch nicht richtig. Vorgestern hast du doch noch erzählt, dass du gern wieder was anderes machen würdest. Ja, aber ich dachte doch nicht daran, meine Technologie oder mein Wissen zu verkaufen. Sondern... Jetzt spuck's aus. Ich will jetzt endlich mal Tacheles reden. Die letzten Wochen druckst du nur so rum. Ich dachte daran, dass wir nach Yuma City ziehen könnten. Mein Vater hat mir einen Job angeboten. Beim Kavallerie-Oberkommando? Ja. Na toll. Ich dachte, wir sind fertig mit dem Geballer, den Ordensträgern und so. Du hast damals vorgeschlagen zu gehen. Ja, aber das Leben, das wir jetzt führen, ist doch auch nicht das Wahre. Es war toll, eine Zeit lang. Weil wir zusammen waren, zusammen sind, aber... Alle paar Monate ziehen wir woanders hin und schlagen uns eher schlecht als recht durchs Leben. Hey, du wusstest ganz genau, dass ich kein Normalo bin. Ich gehe nicht jeden Tag ins Büro oder sonst was. Ja, und das sollst du auch nicht. Aber so wie es jetzt ist, komme ich mir vor wie ein Vagabund oder so. Ach, komm. Fireball, wenn du dieses Rennen fahren willst, dann will ich nach Yuma und werde diesen Job annehmen. Na prima, tu das. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Militär. So viel dazu, dass wir ein neues Leben beginnen. Ja, die Stimmung war ganz schön geladen. Mir tut es auch leid. Ich hätte ruhig bleiben sollen. Immerhin konnten wir immer über alles reden. Aber die Wochen davor waren so anders. Wir waren angespannt und irgendwie... Unzufrieden. Ja, das trifft es. Tja, dann werde ich mal gehen. Saber wollte noch... Geh nicht. Was? Wieso? Bleib noch etwas, bitte. Bleib einfach bei mir. So, bevor es in die HR geht, muss ich doch mal meiner Liebsten Bericht erstatten. Hallo? Hallo, du schönste Frau der großen, weiten Welt. Oh, du bist es. Sorry, ich hab's gestern nicht mehr geschafft, mich zu melden. Und ich dachte schon, du lässt mich sitzen. Wer? Ich? Da hast du mein Handbuch aber nicht gut genug durchgelesen. Du Halunke. Also, was gibt es Neues? Nicht viel. Fireball hat mir eben mitgeteilt, dass April aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Sie ist wieder topfit. Gott sei Dank. Das ist wirklich schön zu hören. Und sonst? Eigentlich sonst nichts. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass es mir gut geht. Na, nett von dir. Ich weiß.
Tja, also, morgen haben wir eine Besprechung. Ich muss langsam an den Federn horchen. Sieh an, der Herr hat plötzlich Disziplin. Eher mächtigen Muskelkater. Dann kurier dich gut aus, mein Held. Wenn du es befiehlst. Schlaf gut. Ich liebe dich. Ich dich auch. Saber Rider und Colt sind da. Gut, gut. Schicken Sie beide rein, Jason. Sir? Corporal Cooper? Guten Morgen, Sir. Hallo miteinander. Ihr zwei Täubchen seid ja auch schon da. Täubchen? Nur der frühe Vogel fängt den Kaffee. Gutes Stichwort. Könnte ich eine Tasse dieses köstlichen, koffeinhaltigen Heißgetränks bekommen? Drüben auf dem Tisch. Bedient euch ruhig. Ich verzichte. Ich hatte schon Tee in meinem Quartier. Damit wären wir nun vollständig. Corporal Cooper? Ich glaube, Ihr Anliegen ist am dringlichsten. Danke, Sir. Ich habe etwas nachgeforscht, wie es zu der Entführung kommen konnte. Da war doch was mit diesem Gas. Richtig. Bason-Gas. Ein Kampfstoff, der offiziell noch gar nicht eingesetzt wird. Es fehlen tatsächlich einige Einheiten in unserem Lager. Also hat Jesse das Zeug wirklich vom Kavallerie-Oberkommando gestohlen? Ja. Mir ist durch Zufall etwas an der Sicherheit an jenem Tag aufgefallen. Weitere Nachforschungen meinerseits ergaben, dass Jesse Blue Hilfe gehabt haben muss. Wollen Sie etwa damit sagen, dass einer unserer Leute ein Verräter ist? Ja, davon gehe ich aus. Na klasse. Irgendeine Idee, wer der böse Spitzbube sein könnte? Nichts Handfestes. Ich glaube, dass es eine der Wachen war. Oder jemand mit ähnlichen Kompetenzen. Dann nehmen wir uns die Leute mal zur Brust. Das dürfte nicht so einfach sein. Es kommen etwa 150 Personen in Frage. 150? Ach du ungeliebtes bisschen. Außerdem halte ich es für besser, wenn niemand etwas davon erfährt. Bis auf Weiteres. Guter Gedanke. Wir sollten den Verräter in Sicherheit wiegen. Exakt. Und was sollen wir dann machen? Darauf warten, dass sich dieser Knilch wieder unanständig benimmt? Was anderes bleibt uns kaum übrig. Zumindest können wir Augen und Ohren noch etwas offener halten als sonst. Ich verfolge zudem noch eine Spur. Darüber kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das weiterhilft, aber mir fällt da was ein. In Bezug auf was? Zu meiner Entführung. Du sagtest doch, du könntest dich an nichts erinnern. Ja, so ist es auch. Eigentlich. Aber wenn ich angestrengt drüber nachdenke, da kommt irgendetwas zum Vorschein. Ein Gefühl von Kälte. Kälte? Also, dir war kalt? Ja, irgendwie. Du hast recht. Das hilft uns nicht weiter. Versuch, dich weiter zu erinnern. Vielleicht fällt dir noch etwas ein. Also, alles kann wichtig sein. Ich gebe mein Bestes. Sir, General Peters auf Leitung 2. Es scheint dringend zu sein. Auf den Schirm durchstellen. Was kann ich für Sie tun, General? Commander, soeben erhielten wir von der Trapper 021 eine Warnung. Was ist Trapper 021? Eine unserer getarnten Miniraumstationen, die Yuma umkreisen. Was für eine Warnung, General? Ein größeres Objekt nähert sich Yuma. Wir haben Abfangjäger geschickt, um das näher zu untersuchen. Wieso haben wir keine Warnung von den anderen getarnten Überwachungsstationen bekommen? Wir vermuten, dass das Objekt ebenfalls über eine Tarnvorrichtung verfügt. Von welcher Größe sprechen wir denn, General? Wir gehen von über 300 Quadratmeter aus. Oi, oi, oi. Wenn es sich tarnt, ist es zumindest kein Asteroid. Richtig. Ah, ich bekomme Meldung, dass die Abfangjäger kurz vor dem Kontakt stehen. Ich werde die Kameraübertragung auf den Schirm legen. Zuerst dachte ich, dass es die falsche Übertragung wäre. Dann jedoch begriff ich, dass dieser zu groß geratene Satellit das Objekt war. Holla die Schlampfee! Meine Güte. Was soll das jetzt sein? Ein Satellit? Eine altmodische Raumstation? Die Abfangjäger überprüfen es gerade. Sieht mir nicht nach menschlicher Technologie aus. Ja, laut diesen Werten hier ist das Ding wohl von den Outridern gebastelt worden. Tja, so eine Überraschung. Oh oh. Oh oh, im Sinne von wow, das ist ja super, oder Mist, der Haufen dampft. Colt,
Oh-oh bedeutet immer Mist, der Haufen dampft. Ich bin halt Optimist. Gute Einstellung. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich beträchtliche Energiewerte empfange. Was könnte das bedeuten? Normalerweise sind solche hohen Energiewerte ein Indiz für eine gigantische Kanone. Oh-oh, wollte ich auch gerade sagen. Die Abfangjäger sind mit ihrer Überprüfung fertig. Und das dürfte dann besagter Ballermann sein. Ja, das sieht nach einer Kanone aus. Den restlichen Proportionen des Objektes nach zu urteilen, haben wir es also mit einer großen Orbitalkanone zu tun. Da werden Erinnerungen wach. Du sagst es, Cowboy. Klar, das Teil erinnert schon an den blauen Kobaltblaster, aber ich glaube nicht, dass die Outrider uns nochmal sowas vorsetzen. Immerhin haben wir den Kobaltblaster mit Ramrod in Atome zerlegt. Guter Punkt. Was passiert jetzt? Neue Energiewerte. Da lädt sich etwas auf. Hey, an den Seiten fahren kleinere Geschütze auf. Commander! Ich weiß. Gold 1 und 2, ziehen Sie sich sofort zurück. Ich will. Kritischer Punkt erreicht. Ziehen Sie sich gleich sofort Kraft. Zurück. Roger, zieh uns. Nein. Verdammt! Ich werde Ihre Familien umgehend benachrichtigen. Die Daten, die diese tapferen Männer gesammelt haben, sind gespeichert und werden uns bestimmt nützlich sein. Jedenfalls wissen wir, dass dieses Ding in etwa 4 Stunden eintreffen wird. Nicht gerade die schnellste Massenvernichtungswaffe. Ich vermute, die Energie wird für die Primärwaffe gebraucht. Commander Eagle, Sie erhalten sämtliche Vollmachten. Sie und Ihr Team müssen einen Plan ausarbeiten und dieses Ding zerstören. Natürlich, General. Halten Sie mich so gut es geht auf dem Laufenden. Peters, Ende. Und nun? Saber Rider, Sir, Sie sagten, dass der blaue Kobaltblaster eine ähnliche Waffe war und Sie diesen mit Ramrod vernichten konnten. Richtig. Den Daten nach, die wir gerade erhalten haben, arbeitet diese Orbitalkanone ähnlich. Aber es dürfte klar sein, dass wir es dieses Mal nicht so einfach haben werden. Die Outrider war noch nie im Club der Intelligenzbestien. Andererseits, wenn ich mir diesen Giga-Raid vor mein geistiges Auge rufe. Sie sind gefährlicher als je zuvor. Und uns bleibt nur wenig Zeit. Corporal? Sir? Die verbleibenden Sky Guardians sollen sich gefechtsbereit machen. Zudem möchte ich, dass Sie Befehl geben, alle verfügbaren Truppen in Bereitschaft zu versetzen. Sie sollen die Evakuierung von Yuma City sichern. Gehen wir nach Punkt 4 des Rushmore-Protokolls vor? Ja. Ich mache mich unverzüglich auf den Weg. Miss Eagle? Sirs? Corporal Cooper? Das Rushmore-Protokoll? Nach der Sache mit dem blauen Kobaltblaster haben ich, Daddy und einige Offiziere einen mehrteiligen Plan entworfen, Yuma zu evakuieren, falls wieder so eine enorme Bedrohung auftreten sollte. Gute Voraussicht. Danke. Alle wichtigen Leute wie hohe Offiziere, Politiker und Wissenschaftler werden den Planeten Yuma verlassen. Was ist mit den Zivilisten? Sie werden zur anderen Seite des Planeten evakuiert, dort, wo voraussichtlich keine Gefahr besteht. Für den Fall der Fälle sammeln sich dort alle verfügbaren Schiffe, um den Planeten verlassen zu können. Und dafür reichen 4 Stunden? Das ist der Haken. Wir sind uns nicht sicher, aber Simulationen ergaben, dass 100% erst nach etwa 16 Stunden erreicht werden. 100%? Die 100% stehen für die Anzahl an Zivilisten. Das klingt alles so bescheuert militärisch, als wenn normale Leute entbehrlich wären. Solche Dokumente werden nun mal in so einer Sprache verfasst. Außerdem ich unterbreche diese höchst interessante Diskussion wirklich nur sehr gerne. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt Gedanken darum machen, wie wir dieses mörderische Spielzeug der Outpfeifen schrotten können. Du hast recht. Also ich weiß, das wird nicht einfach und mir gefällt die Idee auch nicht, aber wenn wir keine andere Wahl haben, müssen wir es tun. Was hast du im Sinn? Der Weltraum. Unendlich weit. Unendliche Möglichkeiten, das Universum zu erobern. Ach, es hat seine Vorteile, mit einem Outrider-Flaggschiff durch das All zu fliegen. Commander Blue, wir haben die Typhon-Kanone bald in Position gebracht. Sehr gut. Wir erwarten weitere Befehle. Wir bleiben getarnt und rühren uns nicht vom Fleck. Vorerst. Falls die Menschen einen Gegenangriff starten, und das werden sie, geht zu Phase 2 über. Jetzt verzehre ich und übermittle meine Befehle. Jawohl, Sir. Riecht mal. Was riechen? Na alles. Die Umgebung des Hangars eben. Ich rieche Treibstoff. Ja, genau.
genau. Es riecht nach Aufbruch. Na, wenigstens nicht nach deinen ungewaschenen Unterhosen. Ach, mir gefällt die ganze Sache nicht. Bleib locker. Wir haben einen Plan. Colt, das ist uns allen nicht leicht gefallen. Es besteht immer ein Risiko, aber wir... haben keine Wahl. Ja, ich weiß. Das werden wir noch sehen. Es ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Falls dennoch etwas schiefgehen sollte... Hey, wir sind die Meister der spontanen Weltenrettung. Ich glaube einfach, ich bin zu ungeduldig. Mann, deine Frau hat dir sogar Einsicht beigebracht. Oder ist es das Alter? Ich werde nicht älter, nur besser. Mensch, Meier, wie lang dauert die Beladung denn noch? Da sind Sie, Herr Corporal. Gab es Probleme? Nein, Sir. Ich konnte alles in die Wege leiten. Außerdem konnte ich 2 Whitehawk-Zerstörer in Numas Umlaufbahn beordern. Whitehawk? So wie General Whitehawk. Nach dessen plötzlichem Tod haben wir unsere neue Zerstörerklasse nach ihm benannt. Wir waren der Meinung, dass ihm das bestimmt gefallen hätte. Na und wie? Das war gute Arbeit, Corporal. Danke, Sir. Die Zerstörer verfügen über eine mittlere Tarnvorrichtung. Sie sollen mit uns fliegen und uns unterstützen, wenn wir von Störenfrieden empfangen werden. Am besten positionieren die Whitehawks sich irgendwo und warten auf weitere Befehle. Gut. Ich werde die Befehle nach ihrem Start sofort übermitteln. Nanu? Feier, wo gehst du hin? Hey, Rennerbse, was ist los? Schaut mal da auf dem Monitor. Die Presse hat Wind von der ganzen Sache bekommen. Und uns wurde bestätigt, dass Yuma City evakuiert wird. Das Kavallerie-Oberkommando hat in der ganzen Stadt Soldaten postiert, die den Bürgern bei der Evakuierung helfen und eine Panik vermeiden sollen. Dies gelingt in weiten Teilen, doch es gibt auch Ausnahmen, wie Sie gleich sehen werden. Bitte beruhigen Sie sich. Zu Ihrer aller Sicherheit möchten wir Sie dazu auffordern, sich wieder zu beruhigen. Wieso werden wir evakuiert? Was ist los? Wieso wird uns verschwiegen, warum wir unser Heim verlassen sollen? Es ist alles in Ordnung. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sie lügen. Das Oberkommando auch. Es wird etwas Schreckliches passieren. Sir, bitte. Nein, es ist wahr. Sie ist über uns gekommen. Das ist die Apokalypse. Habt ihr die Zeichen nicht gesehen? Ja, die Outrider sind da. Sir. Sie werden uns vernichten. Bisher konnte oder wollte uns das Kavallerie-Oberkommando nicht mitteilen, wieso evakuiert wird. Auch wollte man uns nicht bestätigen, dass diese Evakuierung mit dem Renegade-Angriff vor ein paar Tagen zu tun hat. Außerdem... Ich habe genug gesehen. Sollte das nicht ruhig ablaufen? So etwas kann selbstverständlich nicht ausnahmslos gewährleistet werden. Ist doch klar. Unsere Leute tun ihr Bestes. Wenn du den Bewohnern von Yuma helfen willst, Amigo, dann entspann dich. Colt hat recht. Konzentrier dich. Wir brauchen dich jetzt voll bei der Sache. Ja, ich weiß. Es ist soweit. Ramlord ist einsatzbereit. Die Techniker sagen, dass es kein Problem gab, den Magnetbeschleunigungswerfer anzubringen. Aber sie raten davon ab, ihn bei maximaler Kraft einzusetzen, da er sich von Ramlord lösen könnte. Gut. Corporal? Ja, Sir? Ich verlasse mich auf Sie. Natürlich, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Sobald Ramrod gestartet ist, werde ich im Kommandozentrum erreichbar sein und helfe Ihnen dabei, den Überblick zu bewahren. Nun, ich will eigentlich nichts weiter sagen. Das wäre verschwendete Zeit. Also, gutes Gelingen. Wir werden es schaffen, Daddy. Davon bin ich überzeugt. Dann lass es krachen. Ab dafür! Besser hätte ich es nicht sagen können. Los geht's. Commander Blue, etwas nähert sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Dass es sich nicht mit lächerlicher Geschwindigkeit nähert, sehe ich selbst, du Kompetenzimitator. Ich weiß, wer das ist. Sir? Phase 2 einleiten. Yes, Sir. Wir werden diesen Spielverderbern so kräftig in die Suppe spucken, dass sie sich wünschen würden, sie wäre einfach nur versalzen.
Fireball, hol alles raus, was du hast. Uns rennt die Zeit davon. Okay, und was ist mit unserer Fracht? Keine Sorge, die ist gut verstaut. Drück das Gaspedal durch, sonst war alles umsonst. Der Kuchen sprach und der Krümel gehorcht. Bisher läuft alles wie geplant. Aber jetzt kriegen wir Besuch. Was musstest du auch die magischen Worte sprechen, April? Hey, ich hab nur laut gedacht. Den unvollständigen Daten nach zu urteilen, kommen da zwei Giga-Raids auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns geehrt fühlen. Von mir aus hätten die auch einfach ein paar liebe Worte an uns richten können. Also was jetzt? Sollen wir denen eins unserer Geschenke überreichen? Nein, die brauchen wir noch. Corporal Cooper? Ja, Sir. Sind die Whitehawks in Position? Ja, und sie sind bereit, um ein paar Phantomwesen-Tickets nach Hause zu spendieren. Dann wollen wir mal großzügig sein. Fireball, dreh um und bring uns zu den Koordinaten, die ich dir auf den Schirm lege. Okay, ich gehe davon aus, dass die Giga-Raids uns folgen sollen. Guter Mann. Bist du sicher, dass die Whitehawks es mit zwei von diesen Dingern aufnehmen können? Nein. Bitte? Sorry, ich hatte gerade einen großen Klumpenschmalz im Ohr. Hörte sich an, als ob du Nein gesagt hättest. Mit deinen Ohren ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob die Zerstörer die beiden Giga-Raids besiegen können. Ich hoffe es. Doch es geht jetzt einzig und allein um diese Kanone. Wir müssen sie vernichten. Auch wenn wir dafür zwei Whitehawk-Zerstörer und deren Crews opfern müssen. Ich hatte Saber Rider nie zuvor so etwas sagen hören. Wenn er wirklich bereit war, Menschenleben zu opfern, dann war die Lage sehr ernst. Natürlich, das wussten wir zuvor schon, aber dass selbst die lebende Legende über derartige Kompromisse nachdachte, stimmte mich nicht gerade zuversichtlich. Ich hatte nicht viel Zeit, um Bedenken zu haben, denn wir waren am Ziel. Wie befohlen enttarnten sich die zwei Whitehawk-Zerstörer und empfingen die Giga-Raids mit Salven aus ihren riesigen Plasmakanonen. Wow, das ist einfach... Wow! Nicht schlecht, was? Und das ist noch lange nicht alles. Jeder Whitehawk-Zerstörer ist mit zwei Klasse 4 Magnetbeschleunigungswerfern ausgerüstet. Klasse 4? Also ein wenig größer als den Magnetbeschleunigungswerfer, den wir an Bord haben. Ja, genau. Ein wenig größer. Und der knallt den auch bestimmt nicht um die Ohren, wenn er bei maximaler Kraft eingesetzt wird. Bestimmt nicht. Alles klar, es geht weiter. Fireball, bring uns zu dieser Kanone. Mit dem allergrößten Vergnügen. Commander Blue, unsere Giga-Raids werden angegriffen. Interessant. Eine neue Zerstörerklasse des Kavallerie-Oberkommandos. Wieso weiß ich nichts davon? Wir haben schlagartig ein paar neue Mitspieler bekommen. Wo ist Ramrod? Kommt direkt auf die Typhon-Kanone zu. Die Giga-Raids sollen in Zeta-Stellung gehen. Und uns bringst du schleunigst auf Kollisionskurs mit Ramrod. Tarnvorrichtung deaktivieren. Jawohl. Na bitte, haben wir den Braten aus dem Ofen hervorgelockt. Ob Jesse wirklich auf diesem Kahn rumlungert? Mit Sicherheit. Das Ding passt zu ihm. Als ob er etwas damit kompensieren muss. Du kannst ihn gleich fragen. Er ist gerade in der Leitung. Ich lege ihn auf den Schirm. Guten Abend, Lady und Gentlemen. Willkommen zu Ratet mal, wer heute vernichtet wird. April, schalt um. Die Show ist dämlich, seit dieser klugscheißende Clown moderiert. Witzig, sehr amüsant. Gern geschehen. Die flotten Sprüche werden euch gleich im Halse stecken bleiben. Passt gut auf. Was machen die Giga-Raids da? Sie flankieren Jessys Schiff. Nennt sich Sandwich. Und wie nennst du das jetzt? Giga-Raids, die andocken und sich... verwandeln? Ich glaube, mit einer Urheberrechtsklage kommen wir da nicht durch. Außerdem verwandelt sich jeder Giga-Raid in eine Kanone. Prima. Jetzt hat Jessys Schiff je eine Super-Duper-Kanone links und rechts. Gut beobachtet. Doch das Beste kommt noch. Laden sich für irgendetwas auf. Irgendetwas? Für einen Angriff. Fireball, drück drauf und bring uns aus der Schusslinie. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wie eklig. Aber leider zu spät. Wow, das ist ein wahrlich dicker Laserstrahl. Aber so langsam. Außerdem sind wir jetzt nicht mehr geschossen. Falsch. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich in meiner Karriere als Soldat schon vieles gesehen habe. Doch noch nie so etwas. Die Energiestrahlen, die sich vor Jesse Blues Schiff zu einem großen vereint hatten, teilten sich nun wieder auf. Jeder der drei entstandenen kleineren Strahlen flog unabhängig von den anderen auf ein Ziel zu. Hier einer auf die zwei Whitehawk-Zerstörer und einer auf uns.
Dabei gewannen sie immens an Geschwindigkeit. Ausweichmanöver. Ich versuch's, aber der Strahl ist mega schnell und verfolgt uns. Verdammt, festhalten, gleich kracht's. Auf bald, Star-Sheriff. Boah, bin ich tot oder bin ich blind? Keins von beidem. Wir haben nur keinen Saft mehr. Kann ich bestätigen. Seid ihr verletzt? Mir geht's gut, glaube ich. Das gleiche bei mir. Ich habe mir nur auf die Zunge gebissen, nichts Ernstes. Was war das eben? Spontan würde ich sagen, dass dieser Energiestrahl unsere Systeme lahmgelegt hat. Sämtliche Elektronik ist hin. Verdammt, dieser Hund. Ruhig bleiben. Unsere Anzüge funktionieren noch. Richtig. Schaltet um auf Nachtsicht. Ah, schon besser. Da der Notfallgenerator nicht angesprungen ist, nehme ich an, dass der ebenfalls hin ist. Nicht unbedingt. Er war ja gar nicht in Betrieb. Sollte also dieser Energiestrahl unsere Systeme einfach überladen haben, dürfte er in Ordnung sein. Können wir ihn nicht manuell einschalten? Doch, das können wir in der Tat. Freut mich, dass du dich freiwillig meldest. Aber nur, weil du mich so freundlich darum bittest. Bin gleich wieder da. Das war ein Volltreffer. Emrod und die beiden Zerstörer sind außer Gefecht. Ich habe nichts anderes erwartet. Immerhin haben sie jetzt Logenplätze für die Vernichtung von Yuma. Das sollen sie miterleben. Danach kann ich sie gemütlich ins Nirvana posten. Die Tiefenkanone ist in der erwünschten Gefechtsposition und stellt sich auf das Ziel ein. Was für ein wundervoller Tag heute doch ist. Er hat's geschafft. Mal sehen. Wenn er will, dann kann er's. Wir sind nicht voll auf dem Damm, aber es muss reichen. Zumindest können wir in die Kampfbereitschaftsphase gehen. Howdy! Habe ich was verpasst? Nein, du kommst gerade richtig zum Anpfiff. Und das nicht zu früh. Die Orbitalkanone ist in Yumas Umlaufbahn. Fireball? Ich drück auf die Tube. Commander Blue. Sir! Was ist? Ich glaube, Ramrod bewegt sich wieder. Was? Wie viel Zeit haben wir bis zum Kontakt mit der Typhon-Kanone? Weniger als 3 Minuten. Ist sie schon auf das Ziel ausgerichtet? In 20 Sekunden. Und dann braucht sie noch etwas Zeit zum Aufladen. Na verdammt! Hätte ich die Giga-Raids doch nur nicht für den EMP-Strahl verbraten. Jetzt brauchen sie erst neue Phantomenergie. Herhören! Zielen abbrechen! Es ist unwichtig, ob wir das Kavallerie-Oberkommando um ein paar Kilometer verfehlen. Die Druckwelle dürfte ausreichen, um genügend Schaden anzurichten. Beginnt sofort mit dem Aufladen der Kanone. Ja, Sir. Ich empfange etwas. Die Kanone lädt sich auf. Das wird mir zu knapp. Fast da. Fireball, wenn wir in Reichweite sind, aktiviere die Kampfbereitschaftsphase. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Erspar's uns. Wenn wir in Kampfbereitschaftsphase sind, mach dich bereit und richte den Magnetbeschleunigungswerfer aus. Ja, Sir. Saberliner, Sir. Ich hoffe, das wird ausreichen. Und da! Dann wollen wir nicht reizen. Jawohl! Ramrod 2 übernimmt ab sofort die Steuerung. Bestätige, April. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsphase 1. Hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. In Ordnung. Wollen wir denen mal Steine in den Weg legen? Ramrod ist da. Er ist jetzt zwischen der Kanone und Yuma. Genau in der Schusslinie. Ja, ja, ich sehe es selbst. Wie lange, bis die Kanone feuerbereit ist? 40 Sekunden. Colt, es wird kritisch. Hast du das Ziel erfasst? Ich sag's nicht gern, aber wir haben ein Problem. Ich krieg keine Verbindung zum Magnetbeschleunigungswerfer. Verdammt. Gerade noch gefehlt. Natürlich, er hat keine Energie vom Notfallgenerator bekommen, weil er eigentlich gar kein Teil von Ramrod ist. Und was jetzt? Mir fällt nur eine Alternative ein. Noch 15 Sekunden. Was haben Sie vor? Sie fliegt auf die Kanone zu. Was zum Geier? Noch 10 Sekunden. Wollen diese Idioten etwa so den Strahl aufhalten?
zu was verzweifeltem Narren doch fähig sind. Ramrod ist jetzt im Lauf! Tyfon-Kanone feuerbereit! Auf Nimmerwiedersehen, meine Feinde. Feuer! Ich sagte Feuer! Verbindung zur Kanone unterbrochen! Nein! Wie ist das möglich? Verdammt! Wo ist Ramrod? Wir können ihn nicht auf. Er ist zusammen mit der Tyfon-Kanone verschwunden. Soll das heißen? Ja! Er ist mit der Kanone explodiert. Wahrscheinlich war er... Du Made, wagst es mich zu unterbrechen. Die Tyfon-Kanone zerstört. Ramrod zerstört. Sollten die Starship sich letztendlich geopfert haben? Kann das sein? Commander Blue, wie lauten Ihre weiteren Befehle? Wir ziehen uns zurück. Sofort. Jawohl, Sir. Habe ich über meine Feinde gesiegt? Die Zeit wird es zeigen. Als das Schiff verschwindet, schälen sich vier Gestalten aus der Dunkelheit heraus, die dank ihren Anzügen im All überlebten, doch ein großes Opfer bringen mussten. Der Kampf gegen Jesse Blue und die Outrider ist noch nicht vorbei. Werden unsere Helden die Menschheit ohne Ramrod beschützen können? Erfahrt es in der nächsten Episode von Saber Rider und die Star Sheriffs.